Vielen Dank, Herr Präsident. Trockenen Mund erstmal ein bisschen beseitigen. Aber die Bauordnung, das ist jetzt ein sehr technisches Thema. Die Anpassung an die Musterbauordnung, die überarbeitete Musterbauordnung von 2012 ist natürlich eine sinnvolle Angelegenheit und auch die Angleichung der Bauordnung von Berlin und Brandenburg ist eine sehr sinnvolle Sache und das unterstützen wir auch. Das ist auch nicht das große Politikum, um das es jetzt hier geht. Über die Details können wir dann in der Ausschussdiskussion im Einzelnen reden. Aber wir haben ein wichtiges Kernanliegen, was wir in der Bauordnung von Berlin gerne unterbringen würden und dort vielleicht auch über die Zielsetzung der Musterbauordnung etwas hinausgehen würden. Aber das ist ja auch schon jetzt der Fall. Ein wichtiges Thema für uns ist vor allem die Inklusion. Und zwar die Herstellung von barrierefreien Wohnungen für Leute, die ja entweder durch Behinderungen oder andere Möglichkeiten oder auch durch Alterserscheinungen einfach nicht mehr in der Lage sind, die Wohnungen so zu benutzen, wie sie vor vielen Jahren einmal erstellt worden sind. Das ist uns ein Anliegen, das ist auch bundesweit ein Problem, dadurch das Generationenproblem natürlich immer mehr alte Menschen auch in Häusern leben, die für sie eigentlich nicht mehr so recht geeignet sind. Und wir müssen dieses Problem auch in der Bauordnung anpassen. Es gibt dort schon kleine Schritte. Die Musterbauordnung schreibt jetzt eine barrierefreie Wohnung in einem Gebäude mit mehr als zwei Wohnungen vor. Vorher waren es in der Berliner Bauordnung vier Wohnungen. Also mehr als vier Wohnungen. Und es gibt auch gleichzeitig noch Regelungen, dass in Gebäuden mit einem Aufzug mindestens 30% der Wohneinheiten barrierefrei sein müssen und ab 2020 sogar 50%. Das bildet natürlich den Bedarf, die Zukunft der Entwicklung des Bedarfs ab. Aber es reicht uns natürlich noch nicht aus, weil für Inklusion bedeutet es natürlich, dass wir im Grunde eigentlich alle Wohnungen, zumindest wenn sie mit einem Fahrstuhl erreichbar sind, barrierefrei auch erreicht werden müssten. Barrierefrei im Wohnungsbau bedeutet allerdings, muss ich vielleicht erläutern, für die, die da nicht so ganz in der Sache drinstehen, barrierefrei bedeutet nicht automatisch rollstuhlgerecht. Für rollstuhlgerechte Bauungsgänge gibt es einfach eine extra DIN-Norm, die auf der barrierefreien Bauweise beruht, aber durch größeres Platzangebot noch mehr Möglichkeiten für Rollstuhlfahrer schafft. Allerdings sollte man auch für diese Rollstuhlfahrer eine Quote einführen, was in der jetzigen Bauordnung einfach noch nicht verankert ist. Und deswegen werden wir uns dafür einsetzen, dort eine Quote einzuführen, die dort die Möglichkeiten für Rollstuhlfahrer auch in der Bauordnung verankert. Ein Vorschlag von unserer Seite wäre eine Quote von ca. 10%, aber über die Details müsste man sich dann natürlich in den Ausschussdiskussionen noch diskutieren. Ein weiteres Problem, was wir auch noch sehen, ist das Problem des Rückbaus bei rollstuhlgerechten Wohnungen. Im Augenblick ist die Situation so, dass Wohnungen, die von Mietern für ein Leben mit dem Rollstuhl rollstuhlgerecht hergerichtet wurden, nach Auszug dieser Mieter wieder zurückgebaut werden müssen in den Originalzustand und damit nicht mehr als rollstuhlgerechte Wohnung bereitstehen. Wir wollen das ändern und wir wollen das über die Bauordnung ändern und wollen das in der Bauordnung verankern, dass eine einmal umgebaute Wohnung auch in rollstuhlgerechter barrierefreier Lösung erhalten bleiben soll. Und dafür werden wir im Ausschuss kämpfen und würden uns freuen, wenn Sie uns dabei auch unterstützen wollen. Ich danke mich für die Aufmerksamkeit und eine gute weitere Sitzung noch.